Jawohl! Wenn du jetzt einmal so gütig bist und ein bisschen Platz für mich machst. So, jetzt haben wir dich endlich hier vor der Kamera. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum internationalen deutschen Meistertitel bei den Männern 2. Richtig. Als du vorhin von der Bühne runterkamst nach der Kür, habe ich zuerst überlegt, scheiße, was mache ich jetzt? Fange ich ihn auf, gehe ich hin? War es richtig fertig, wa? Ja, ist immer irgendwie, muss ich auch für mich und meine To-Do-Liste aufschreiben, ganz klar. Viele mögen es dann belächeln, das Posing, der Flex spannt an, ist eine einfache Sache so für den Otto-Normalverbraucher da draußen. Aber es ist wirklich schweineanstrengend, auch wenn man es schon Tag ein, Tag aus macht. Jetzt, ich sag mal, als Übung zur Saison hin etc. Es ist eine konditionelle Herausforderung. Ne? Und da war ich dann mal eben ein bisschen am Ende und da musste ich mal kurz Luft schnappen. Kannst du mir, glaube ich, gerne mal mein Wasser geben, Dicker. Danke. Nur mal als Beispiel, man kann sich ja einfach mal zu Hause hinstellen, einfach mal 30 Sekunden lang den ganzen Körper anspannen und dann guckt doch mal, wie ihr euch fühlt. Genau. Letztendlich, Gesamtsiegerstechen ist jetzt gerade vorbei, der Gesamtsieger steht fest. Ja, Ahmad, ne? Vierer, ja. Jamal. Ahmad Jamal, da verwechsel ich immer die Jungs, ja. Überhaupt kein Problem, das ist erlaubt in dem Sport, gerade ihr Sieger untereinander. Wie sind die Ambitionen für 2020? Sehen wir dich auf der Bühne? Weiß ich noch nicht so genau. Also ich bin da mit dem Christian Drost, Horst Kevin Official bei Instagram. Knutscher. ja, er ist so schon mein Wegbegleiter seit Tag 1. Und in harmonischer Freundschaft machen wir es immer so zusammen. Also er ist quasi der Coach, der Vorbereiter. Und wir gucken mal jetzt. Ich muss natürlich auch mal ein bisschen wachsen, um mein Potenzial dahingehend auszuschöpfen. Ja, was ist Wachsen? Dann sind Männer 2 ist dann, glaube ich, vorbei für mich. Das waren jetzt immer so ein Kilo, ein halbes Kilo unter der 80. Wenn ich da mal einen guten Row hinlege, dann wäre jetzt natürlich auch mit der Qualifikation, die ich für die Arnolds gekriegt habe, da mal sehr interessant in die bis 85 Kilo Klasse rein. Ob es dann nächstes Jahr passiert oder ein bisschen mehr Grow, mit ein bisschen mehr Ruhe. Ich bin da auch nicht derjenige, der unbedingt mit dem Brecheisen ran muss. Ne? Körper ist da unser Tempel, unser Kapital. Da kann doch mal ein Jahr länger dauern. Und dann aber mit schöner Qualität, Schärfe und so, dann die schön die 84,5 auf die Waage stellen. Wäre schon geil, ne? So als kleiner Traum. So für die, ich sag mal, kurz- bis mittelfristige Zukunft. Langfristig wäre natürlich ganz klar die, sei es die IFBB Elite Pro Card oder tatsächlich sogar die IFBB Pro Card dann mal zu erringen. In welcher Klasse dann auch immer. Das ist aber so mein langfristiges Ziel, Traum, so kann man es schon sagen. Dann wünschen wir dir natürlich viel Erfolg auf deinem Wege und wenn ihr den Lukas in Zukunft sehen wollt, vielleicht mal in die Dreierklasse gucken, nicht mal in die Zweier. Gerne, ja. Ansonsten bei Social Media vorbeigucken, Lukas Alexander Guido. Dankeschön. Ja, würde ich auch sagen. Dankeschön, schönen Abend noch und wir gehen jetzt zum Athletenbankett, wa? Genau. Hunger. Macht's gut. Ciao. Ja, vielen Dank, Mann. Ja, danke.